Moin moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute gibt es wieder eine Runde Shakes and Fidget. Heute mal wieder auf W50 unterwegs, denn dort fehlen uns natürlich noch die Dungeons. Ich habe sie mir aufgespart und vor allen Dingen fehlen mir ja auch ein paar Prozente im Sammelalbum dadurch, denn was man jetzt natürlich ja dementsprechend aufholen müsste, ne, damit man ja wieder ein paar Prozente mehr dazu bekommt, ne. Das werden wir heute auf jeden Fall versuchen. Ich bin sehr gespannt, wie weit ich hier mit meinem Krieger komme. Ne, wir sind ja noch nicht allzu weit hier im Late Game auf dem Char. Ne, deswegen gehe ich mal von aus, wird sich da jetzt noch nicht so viel tun. Aber wir schauen mal, lassen uns überraschen und vielleicht ja, sieht es vielleicht sogar ein bisschen besser aus als erwartet, denn wir haben nämlich ganz schön, also ich sag mal, der Dungeon, der ist ziemlich unbalanced, also da ist ein Gegner mal übelst stark, dann ist mal wieder einer übelst schwach, so, ne, und richtig angeordnet ist das Ganze auch nicht, also mal gucken, vielleicht haben wir auch Glück und kommen so ein bisschen besser durch, aber ich würde mal sagen, wir starten mal direkt erstmal hier den Kampf. Und ansonsten habe ich heute soweit alles erstmal hier erledigt auf W50. Und ja, mal schauen. Gildentechnisch sind wir jetzt schon wieder ein bisschen behind, was so das Level angeht, ne? Aber vielleicht kriegen wir da ein bisschen was hin. Mittlerweile könnte ich auch eine gute neue Waffe finden, ne? Hier ist ein sehr gutes Exemplar, ein sehr gutes Beispiel, plus 38. Und ich habe keine Qualitäts-Items an und vor allen Dingen kriegen wir jetzt auch noch ein bisschen Level-Ups vielleicht. Weil, wir gucken mal, jeder... Ja, doch, den sollten wir hinkriegen. Jeder Gegner von denen hier gibt tatsächlich 300 Millionen Erfahrungspunkte. Und das ist ganz schön sick. Vor allen Dingen hier auf dem neuen Server kann man jetzt dadurch schön leveln, ne? Und das machen wir jetzt mal. Habe ich mich schon drauf gefreut. Habe ich mir extra noch einen Tag aufbewahrt, damit wir den hier live im Video machen können. Ne? Hier auf W50, die wollte ich nicht vorweggreifen. Ich glaube, den Schatten-Dungeon-Schlüssel, den habe ich noch nicht. Ne, den kann ich noch gar nicht finden. Der ist ja erst ab 350 verfügbar. Aber da können wir eh momentan noch nichts legen. Wir geben uns erstmal hier zufrieden mit den Lichtwelt-Dungeons und schauen mal, wie weit wir hier kommen. Das ist natürlich auf dem Level... Ist das noch ordentlich Erfahrung, was wir hier bekommen? Ne, nach dem Gegner sollten wir direkt wieder ein Level up bekommen. Und ja, ich habe hier auf dem Char schon länger nicht mehr reingeschaut, welcher Dungeon noch so gehen könnte. Ich weiß, dass in der Schattenwelt noch im 13. Stock ein Gegner noch fallen sollte, eigentlich jetzt schon mittlerweile. Aber da werden wir mal schauen. Wir gucken erstmal, wie weit wir hier kommen im neuen Dungeon. Und da sind wir auch schon 327. Das ist sehr cool. Ne, haben wir heute irgendwas für die Hexe hier vielleicht so am Stissel? Nö. Okay, gut. Aber wir können weiter verskillen hier natürlich in Stärke. So, und dann gucken wir mal weiter. Ich bin echt gespannt, wie weit wir kommen. Geschickgegner sollte eigentlich auch kein Problem sein. Das Gute ist halt... Die Gegner haben echt wenig Leben irgendwie, komischerweise, geben dafür aber halt wirklich unglaublich viel Erfahrung, ne? Also das Maximale halt, das ist schon sehr, sehr cool. Ja, nice. Bisher auch noch alle One-Try, oder First-Try, One-Hit, First-Try, ja, wie auch immer. Ihr wisst Bescheid. Also, coole Sachen bekommen wir allerdings nicht. Das ist ein bisschen schade. Der Gegner auch. 10 Millionen, was sind das? Also, da habe ich mich schon gefragt, was sind das für Werte, wirklich, ey. Also, das ist echt, irgendwie ist das ein bisschen komisch gebalanced. Weiß ich auch nicht, was ich davon so direkt halten soll, ne. Aber egal, wir nehmen die Gegner auf jeden Fall mit, ne. So, der wird jetzt schon ein bisschen schwieriger. Das könnte jetzt schon die Bremse sein, ne. Und das ist halt so das Ding, ne. Die ersten Gegner so easy gelegt, ne. Und jetzt kommt hier so ein Magier und gegen Magier sieht es natürlich sehr schlecht aus als Krieger. Der haut uns ordentlich weg und wir können natürlich nicht blocken und nix. Ne? Hier könnte man jetzt als Berserker richtig gut durchrasieren, weil ja der Gegner hat nun mal nicht viel Leben. Ne? Und da braucht der Berserker nur eine Kombo starten und dann ist die Hexe hier auch weg, weil die haben alle nicht viel Leben. Aber der haut hier schon ordentlich Schaden raus, so, wogegen wir nicht viel unternehmen können. So, ich glaube... Den Gegner brauchen wir nicht weiter tryen. Was ich jetzt mal ganz gerne tryen würde anstatt dessen, das ist jetzt erstmal eine Bremse hier. Aber dafür haben wir jetzt chillige zwei Level-Ups gemacht, haben hier fünf Etagen jetzt erstmal besiegt, das ist ganz cool. Wen ich jetzt tryen würde, wäre tatsächlich hier der 13. Stock, Klöppel van Helsing. Der sollte jetzt mittlerweile machbar sein.
Ne, wir schauen mal. Ansonsten, ja, ich weiß gar nicht, hier im Wirbelwind war ich auch schon ein bisschen nicht mehr drin, aber hier war auch ein ziemlich harter Blockgegner, den wir jetzt down haben. Das ist sehr gut, ja. Ja, von Zeit zu Zeit lohnt es sich mal immer in den Wirbelwind reinzuschauen, um mal zu gucken, wie hier so die Chancen stehen. Aber, ja, nee, da sehe ich mich jetzt noch nicht weiter drin, hier den weiter zu tryen. Da werden wir mal, ne, werden wir mal einfach verkaufen, damit wir hier noch einen Skillpunkt mehr haben. Und dann gucken wir nochmal hier in den Gegner rein. Denn, wie gesagt, der sollte theoretisch machbar sein. Und das wären auch nochmal saftige 300 Millionen Erfahrungen, die wir hier durch den Gegner bekommen könnten. Ne? Und ja, dann sind wir auch schon fast 329. Ne? Das sieht ganz gut aus für den legendären Dungeon. Da haben wir, ja, gehen wir mit einem relativ hohen Level rein, sage ich mal, dass wir uns da auch komplett schön neu equippen können. Ne? Ansonsten mal ein kleiner Zwischenstand hier in der Festung. Hier bin ich jetzt dabei, das Arbeiterquartier auf 15 auszubauen. 7 Tage dauert das noch und 4 Stunden. Ne? Werde ich demnächst auch bald skippen. Ne, denke ich mal, damit wir die Edelsteinmine vielleicht noch ein bisschen weiter hochziehen können. Bis zum Leggy Dungeon, damit wir ein paar coole Steine bekommen. Ansonsten ist hier die, ja, Dings, die Zeitmaschine am Ausbauen hier noch nebenbei. Bin jetzt ein bisschen am Seelensparen, damit wir hier auch vielleicht das Herz direkt auf 13 hochziehen und Gladi auf 13. Ne? Ansonsten Seelenextraktor ist auf Maximalstufe momentan, das Tor auch. Das Ding ist auf 10, ist aber jetzt nicht so wild. Hauptsache, das Ding ist hier noch weiter ausgebaut. Ja, genau. So, ich würde mal sagen, wir machen noch so knappe, was ist er mir wert? Sagen wir mal noch so knappe 100, knappe 100 Tries, so 80 vielleicht. Wenn er dann nicht liegt, dann lassen wir da erstmal die Pfoten von. Allerdings gehe ich von aus, dass er eigentlich liegen müsste, so, ne? Eigentlich müsste der liegen. Aber wie gesagt, ich will mir jetzt auch keine neue Waffe erblättern. Aber ihr seht, da ist schon wieder einiges machbar. Ne? Da ein schönes Epic rein mit einer schönen Spanne. Das würde schon uns um einiges weiterbringen und uns auch einiges leichter machen, hier auch gegen den Gegner. Ne? Aber ich glaube, es ist auch. Uff, das war ein knapper Try. Ich glaube, es ist auch weiterhin kein Epic-Event jetzt erstmal geplant. Weiß ich nicht. Waren ja jetzt auch viele Epic-Events gewesen, bis zum Legendary Dungeon. Ne? Und da ist es ja dann eh egal, da rüsten wir uns ja dann auch mit Legis aus. Also von daher, ja, ist es nicht so wild. Müssen halt nur noch ein bisschen warten, ebenso. Ne? So. Ja, das sieht immer noch nicht so gut aus. Vielleicht müssen wir noch ein paar Tage warten. Noch das ein oder andere Prozentchen mehr an Leben vielleicht bekommen. Ne? Ansonsten hier bin ich momentan bei 3,9, 73%. Ja, die anderen Gegner, ich weiß nicht, müsste mir das mal wieder ausrechnen. Vielleicht sind hier ein paar Gegner dabei, die vielleicht auch fallen könnten. Ich habe da jetzt keinen genauen Überblick, so wie was hier aussieht. Ne? Da werden wir, denke ich mal, kurz. Oh, Tor. Teilweise auch gute Tries hier dabei gewesen. Da werden wir kurz vor dem Leggy Dungeon vielleicht nochmal überall reinschauen, dass wir da uns noch ein paar Erfahrungspunkte snacken. Damit wir noch ein paar Level-Ups vielleicht bekommen. Ja. Überall vielleicht ein bisschen was machbar, überall ganz gute Tries. Ne? Außer das Ding hier, das brauche ich glaube ich erstmal nicht tryen. Das ist jetzt erstmal weiterhin überfällig. Ansonsten, ja, wie gesagt, der müsste eigentlich theoretisch bald liegen. Ne? Der stellt sich nur noch ein bisschen an. Aber dann lassen wir das, glaube ich, erstmal, wenn er nicht hier weiter fallen will. Dann lassen wir es. Gut, okay. Uns jagt ja auch niemand, ne? So. Gut, okay. Gut, wir lassen es sein. Wir sparen uns die Pilze auf jeden Fall. Dann soll es das erstmal für die Folge soweit wieder gewesen sein. Ich habe übrigens auch hier die doppelten 16.000er-Stats hier jetzt auch schon am Start hier. 3.000 Basispunkte in Stärke und Ausdauer. Ne? Ich meine, ist jetzt von den Skillverhältnissen jetzt nicht so das Beste. Also klar, vom 50-50 ist natürlich super, aber mir fehlen ein bisschen Basiswerte, da ich nicht viel. Ansonsten bei den Pets habe ich jetzt auch Ninja gefunden, das ist auch ganz cool. Das neueste Pet, was ich hier auch ge gefunden habe, ist das Towerbock. Ne? Ist ja jetzt gerade auch Glanzparade. Und ansonsten bin ich hier Dragopyr jetzt ordentlich am Durchfüttern. Dadurch, dass er jetzt auch Pet-Event ist, kann ich ja dem Teil hier 9 Stück am Tag geben. Das ist sehr gut, der freut sich. Das ist Power-Leveling, weil ich ja ein bisschen länger für Dragopyr gebraucht habe. Ne? Und dadurch hat er jetzt einiges aufzuholen, aber das gleichen wir jetzt so ein bisschen aus durch das Event.
Das sind 27 Früchte, die wir hier an 3 Tagen verteilen können. Und dann sind wir auch schon fast wieder out of Erdbeeren. Ne? Dann sieht das schon mal sehr, sehr gut aus. Alles klar. Dann soll es das aber, wie gesagt, für heute soweit gewesen sein. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung, Kommentar dazu da. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.